Oh, Greenpeace wird uns hassen. Hallo, Herr und Frau Greenpeace. Sterben Sie. Entschuldigung. Ja, moin, Sie, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen, verdammt Folge. guten Ausgabe von Let's Play Minecraft Together Season 3. Mit dem dummen Plotzchen. Ja, und nochmal, ich weise auch wieder am Anfang diese Folge darauf hin, wenn ihr mitmachen wollt, schaut unten in der Beschreibung auf unserer Webseite. Echt cool, da muss ich mich mal anmelden. Hahaha. Und dort könnt ihr dann euch dort anmelden mit eurem Minecraft-Namen. Und dann werdet ihr innerhalb eines Tages dann auf die Whitelist gesetzt. Und dann könnt ihr hier einfach mit uns spielen. Der Server ist 24 Stunden an, 7 Tage die Woche übrigens. Und ja. Aber Achtung, wir können IPs herausfinden und mit den herausgefundenen IPs von zum Beispiel Creepern machen, was wir wollen. Ja. Also, sei Und vorsichtig, nur mal sonst gibt es zum eine Piece. Hinweis, wir sind leidenschaftliche Hacker, also Ja. versucht's gar nicht erst. Lieber nicht. Ja. Ja, das kleine Klötzchenhacker ist ja fleißig am Holz klopfen, am Steinen und Erd klopfen, weil es nichts Besseres zu tun hat. Und Man weil diese merkt's. komische Falle hier langsam mal fertig werden muss. Und deswegen ist das kleine Klötzchenhacker hier fleißig am Klopfen. Am Klötzchen hacken. Aha, lustig. Und mir ist gerade die Schaufel verschaufelt. Ach du Scheiße, der Zombie hat ja gar keinen Kopf. Tja. Aber übrigens, was mir gerade noch auffällt, was ich mal noch ansprechen wollte. Ja, Leute, richtig ruhig los. warum nehmt ihr, wenn ihr uns fragt, ob wir mit euch zocken können, beziehungsweise ihr mit uns, warum nehmt ihr dann meine E-Mail-Adresse und nicht die offizielle E-Mail-Adresse? Das steht doch immerhin da, die eine E-Mail-Adresse und alles Mögliche dazu. Und dann für geschäftliche Anfragen meine eigene E-Mail-Adresse. Für Hat das kein. geschäftliche Anfragen? Ist halt so Impressum und sowas. Ah, falls jemand ein paar Euro auf PayPal klauen will. Zum Beispiel, ja. Es steht dort meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise die ist dann für wichtige Anfragen. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwie ein Problem oder sowas habt mit irgendwelchen Videos oder mit uns. Oh, Das heißt das aber ist bitte doch nicht schön. haten. Das heißt bloß, wenn ihr jetzt sagt, irgendwas geht überhaupt nicht oder sowas, dann dorthin. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt Genau. sagt, wir haben eure Mutter beleidigt oder sowas. In einem Video, dann schreibt das nicht dahin. Doch, das ist doch ein geschäftlicher Anlass, dann kriegst du eine Klage an Hals wegen Körperverletzung. Also wenn jetzt irgendwas ist wegen Copyright Och oder Mann. sowas, ist die E-Mail-Adresse dafür da. Also Ne? mich bringt hier gerade Nur, dass ihr Bescheid wisst. Scheiße. Sonst werde ich zur rasenden Kartenschnecke. Hallo, Herr Schindler. Ja. Gut, da haben wir dann Sand und Glas und so für die Monsterfalle. Es ist mir egal, ich heb jetzt mal den Graben aus. Erstmal ausheben, aber nicht wissen, ob wir überhaupt Materialien dafür haben. Mir egal.
will jetzt buddeln. Bin nicht mehr fähig. Und heiße, hier, warte mal. Ich bin Mark Sebastian und heiße, du bist Kind. Ja, genau. Musst du sagen. Ich heiße nämlich nicht Mark Sebastian. Doch. Seit wann denn dies? Ich habe nichts mehr Holz. So, mal ein bisschen Holz pflanzen wieder. Was tust du da? Was ich da tue? Ich verbessere die Leistung von diesem Server. Er hat doch eine gute Leistung. Nein. Dann liegt es an deinem Internet, ob bei mir funktioniert er gut. Ja, funktioniert ja auch gut, aber Leistung kann man ja immer noch verbessern, ne? Ja. Ich meine, der Server, der macht so schnell nicht mehr schlapp. Immerhin 7 GB Arbeitsspeicher habe ich ihm zugewiesen, das sollte erstmal reichen. Ja. Ich habe heute krampfhaft versucht, meine Minecraft mehr RAM zuzuweisen. Aber es geht das nicht. Das macht Linux selten mit. Sag ich doch. Ne. Kommt auch darauf an, ob du jetzt genauso viel RAM zuweisen wolltest, wie du überhaupt in deinem Computer drin hast. Ja, ich habe 8 GB drin und ich wollte 4 GB zuweisen. Okay, das war jetzt eine schlechte Idee, bei Nacht hier rauszugehen. Pussy. Ich bin die ganze Zeit hier draußen. Ich sag mal nichts dazu. Mr. Zomp und Zomp-O-Mat. So, wie kann ich denn euch helfen, ihr Zompen? Ich werde euch gleich helfen. So, einmal Duett. So, dann gehe ich mal vor zum Duett. Damit Duett. So, hallo ihr Zomben. Ihr bemerkt mich was nicht. Was du mal machen könntest, wenn ich hier unten buddel, du könntest mir da eine Kiste aufstellen. Hier unten? Mit... Ja, da beim Eingang da halt. Könnte ich machen. Wo ich meinen ganzen Stuff reintun könnte. Und... Wo dann... Auch Werk... Och, scheiß Zombie. Kommt mal oben Zombie gefallen. Kommt ein Zombie geflogen. Oh. ja. Achtung, Spinne. Die bei mir ein atomares Grün hat als zweite Farbe. Achtung, Zombie hinter dir. Hier ist was los, ne? Hast du nicht gesagt, du hast es auf easy gestellt? Hab ich auch. Aber ich glaube, easy Zombies sind böse geworden. Aber immerhin schlagen sie keine Türen ein. Es sei denn, das hat auch wieder ein total intelligenter Entwickler geändert. Dazu kann ich nur sagen, Microsoft. Ja. Okay, also das funktioniert nicht. Ich hatte mal am anderen Server ging das, wenn einer geschlafen hat. Ah. Ich bin auf deinem Pferd. Obwohl ich das nicht wollte. Ich habe nur noch ein Häschen. Kannst du mir in die Kiste mal ein bisschen Happa-Happa reintun? Kann ich machen. Mach ich aber nicht. Aber natürlich doch, für meinen Mark Sebastian mache ich das doch immer. Wenn ich wüsste, wo das Essen ist. Das ist in der einen Truhe.
Habe ich gesehen. Hier. Du kriegst Steak, ich nehme Chicken. Und koch das Chicken mal. Und nehme mal selber ein bisschen Steak mit. Warum? Wo gehst du hin? So. Und dann baue ich mal weiter ein bisschen Wald. Ja, Wald bauen. Da können wir doch mal die Zuschauer fragen. Was meinten ihr? Sollen wir den Wald in einer schönen, strukturierten Farmweise bauen oder sollen wir den so waldig lassen? Aha. Ich hab's gehört. Ich kann als Pre-Intro jetzt immer Schreie von mir reinschneiden. So nach dem Motto. Ja. Papa. Explosion. Wie aufregend. Yay. Oh, eine Explosion. Ja, das war jetzt gerade eine Explosion. Die konnte ich jetzt nicht hören. War auch weit genug weg. Mensch, elende Creepers, ey. Warum? Verschiedene Farben. Ich möchte mal wissen, warum Creeper explodieren. Die waren doch missglückte Schweine. Ja. Wie können missglückte Schweine explodieren? Indem sie so missglückt sind, dass ihr Quellcode verändert wurde. Wir haben hier Schafe. Hast du eine Schere? Dann kannst du sie scheren. Nein, und ich habe sie ermordet, weil da kommt nämlich auch Raw Mutton raus. Ach so, dann ermorde ich halt auch zwei Schafe. Schaf, stirb. Danke. Oh, Greenpeace wird uns hassen. Hallo, Herr und Frau Greenpeace. Sterben Sie. Entschuldigung, dass wir hier virtuell Schafe ermorden. Wir wissen, dass Minecraft ein höchst gefährliches... Nein! Was? Scheißvieh! Was? Hinter mir ist gerade ein Creeper explodiert. Der hat mir sehr viel Arbeit aufgetan. Yay. Ich muss erstmal wieder was essen. Ah, es laggt. Eine sehr eintönige Arbeit hier, Beinchen zu klopfen. Also liegt daran, ich musste jetzt eine andere Grafikkarte benutzen, weil meine davor, die hat man, wie man vielleicht bei Instagram gesehen hat, bisschen... Ja, das hat man gesehen. Nicht so gut funktionierte. Die sah etwas dezent kaputt aus. Wobei man Grafikkarten Videospeicher nicht übertakten sollte. Habe ich gemacht. Hat nicht funktioniert. Naja. Ich muss jetzt erstmal hier was trinken. Stimmt, könnte ich auch mal machen. Was? Könnte ich auch mal machen. Habe ich was hier? Nein, habe ich nicht. Also stehe ich einfach mitten im Video auf und hole mir was. Naja, das ist wieder typisch Max, ne? Geht dann einfach, geht. Im Kühlschrank, holt sich eine Cola raus, kommt wieder her, setzt sich hin, macht die Cola auf und seufzt aus. Am besten, wisst ihr, was ich mache? Setz mich hin mit einem Gläschen Wasser. Und verspreite. Ich habe noch eine Flasche Cola von gestern Abend hier. Na, siehst du? Das habe ich gesagt.
Nix hast du gesagt. Den Zuschauern. Ja. Ich habe Funkkopfhörer. Ich habe es gemerkt. Ah ja, das ist gut. Ich habe gerade meine Kopfhörer von On-Ear auf In-Ear gewechselt, weil mich die On-Ear-Kopfhörer dezent bedrückt haben. Ja. Ich finde meine Funkkopfhörer hier schön. Die sind einfach total toll. Auch wenn die einen so breiten Bügel haben, dass ich danach immer eine sehr interessante Frisur habe. Aber naja, ich zitiere Herrn Müller, never mind. Never mind. Genau. Ja. Und es ist 22:40 Uhr. Toll, nicht wahr? Ja. So, Holz, ganz viel Holz. Du kannst. Was kann ich? Ab wann? Was ist denn die Tiefe, die gemessen werden soll? Weil ich bin ja jetzt schon ziemlich tief. Ich müsste jetzt mal wissen, wie tief ich noch muss. Na, du müsstest von der normalen Grundebene, also das, wo es vor dem Haus anfängt, 10 Blöcke runter. Das heißt, ab hier, wo ich stehe, müsstest du 10 Blöcke runter. Ich stehe jetzt vorm Haus. Kannst du mal zählen, wie viele das ungefähr sind? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Und du baust gerade die 6. ab. Ja. Ich bin gleich wieder vorne. Habe ich schon gesehen. Das wird dann wieder lustig mit dem Ausbaggern. Ja, was noch lustiger wird, wird wahrscheinlich das Ganze zu verglasen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns da mal einen kurzen Creative klauen können. Nein, können wir nicht. Wir müssen es per Hand bauen. Was hast du da eigentlich oben für eine Plattform oder was auch immer das ist da? Na, das ist die Verschönerung. Das ist die Verschönerung. Eine sehr schöne Verschönerung. Ja, das wird noch verschönert, die Verschönerung. Na, ich hoffe mal. Aber dann ist es nicht mehr ein so wundervoller. Du könntest mir mal eine Pickaxe in die Kiste hauen. Kann ich sie dir auch gleich nach unten werfen? Ja, warte, ich komme sofort. Obwohl, ja, ich leg sie rein. Soll ich dir noch? Ich komme nicht mehr ran. Ich komme nicht mehr an die Kiste. Dann bau dich hoch. Brauchst du Dirt? Dirt? Nee, ich geb dir jetzt gleich mal Dirt. Ich will aber kein Dirt. Ja, und dann in die Kiste, du Dirt. Ich leg dir mal eine Pickaxe, ein paar Pickaxen da rein. So. Eine behalte ich selber. So. Jetzt gibt's Holz. Mir wirft sich bloß noch die Frage entgegen, wo bekommen wir dann Sand her? Vom Mittelmeer. Prinzipiell ist das richtig, bloß wo ist das Mittelmeer? In der Mitte. Ah. Sonst wird es dann nicht Mittelmeer heißen. Ich glaube mir dann vielleicht irgendwann mal hier so eine Minimap. Kannst du machen. Dann kann man nach hinten gehen und einen Kreuzding setzen. Und dann können wir ja mal die ganzen Sandflächen. So,
dann mit diesem Folge 500 Tauern kann. Ja. Bin ich eigentlich zu leise? Ein wenig. Besser? Ja. So, liebe Freunde. Das war jetzt wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Ja. Ich hoffe, euch hat diese wundervoll geil unterhaltsame Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch oder ein Abo da. Für die nächste Folge eine sehr unterhaltsame Folge mit vielleicht ein bisschen Lachen. Und wieder einem Thema, über was wir reden werden. Wenn du eins gefunden habt. Ja, ja, also dann das war's von mir und dir und vor allem von uns. Tschüss. Ciao, ciao. Ah!